Mit Glockengeläut heiße ich dich herzlich willkommen zu mal wieder einem Podcastchen. Hier ist die Paragraphen-Sylvia und ich habe ja so viele verschiedene Projekte und Produkte losgetreten, weil ich ja eine bin, die sowas mag und sowas kann und es ja auch immer die richtigen trifft, dass das Podcastchen etwas vernachlässigt war. Aber wenn du mal schauen möchtest, was ich in den letzten Jahren für Podcastchen gemacht habe, dafür gibt es ja bei YouTube die Playlists. Und wenn du bei mir eine Liste anfordern möchtest, was es überhaupt für Playlists gibt, damit du dir das mal vielleicht ausdrucken oder abspeichern kannst für einen anderen Moment, dann mach das gerne. Schreib mir eine Mail und dann schicke ich dir den Zugang zu der Liste. Also es gibt auch eine Liste mit Podcastchen. Und heute geht es in dem Podcastchen nochmal um die Frage, da gibt es auch eine andere Playlist zu, was bedeutet eigentlich ganzheitliche Familienanwältin? Also diese beiden Playlists sind für dieses Thema zur Vertiefung noch geeignet. Also, und zwar widmen wir uns heute, ganzheitlich bedeutet Körper, Geist und Seele, möchte ich gerne bei dir wieder in Einklang bringen. Du kommst ja hierher und hast in der Regel eine Stresssituation und das, was das so für den Körper bedeutet und wie du darauf kommen kannst, wenn du das jetzt hier vielleicht hörst und denkst, nö, ich habe keinen Stress. Vielleicht fällt dir dann auf, dass du doch Stress hast. Es war dir nur nicht bewusst. Also könnte sein, muss aber nicht. Ich wünsche dir natürlich, dass du keinen Stress hast und dass auch deine Beziehung funktioniert. Also hier geht es ja in meinem Tun und Wirken hier um Beziehungen. Nicht nur um Ehen, sondern um Beziehungen aller Art, also auch mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinem Arbeitgeber. Wir sind in vielfältigen Beziehungen, auch mit den Freunden zum Beispiel. Und heute möchte ich mal den Körper aufs Korn nehmen sozusagen. Und zwar, wenn du in deiner Beziehung dich nicht wohlfühlst, egal welche, dann bekommst du Stress. Das ist ein in heutiger Zeit viel benutztes Wort. Und Stress bedeutet im Körper, dass das sogenannte 3F ausgelöst wird. Das heißt, das kommt aus dem Englischen, Fight, Flight or Freeze übersetzt. Es gibt drei Alternativen, wie der Körper auf Stress reagieren kann, nämlich kämpfen, flüchten oder totstellen. Und es ist egal, was der Körper sich da aussucht, auf die Dauer ist es nicht gesund. In der Kürze liegt die Würze, da ist das alles sinnvoll. Also mal kann wegrennen, mal kann kämpfen, mal kann totstellen richtig sein. Das wirst du, wenn du dich erinnerst, was du mal für Stresssituationen in Beziehungen hattest, wirst du das unterschreiben können. Mal ist das eine richtig, mal ist das andere richtig. Auf Dauer ist alles Käse. Und denn das hat Folgen. Wenn du Stress hast, dann hast du immer eine Anspannung im Körper und das ist für die Muskeln, bewirkt das dann auch, dass der Blutdruck ansteigt, dass sich der Herzschlag erhöht, dass der Atem flacher wird. Das kennst du, wenn irgendwelche Gefahr droht, sind das so die klassischen Reaktionen. Und dann kommt eben Angriff, Flucht oder Todstellen. Und grundsätzlich ist das alles toll, aber auf die Dauer ist es nicht gut.
Und es führt zum Beispiel auch dazu, also wir hatten hier schon, ich hatte hier schon jemanden, der hatte Verstopfung. Das haben wir so im Gespräch, ist das rausgekommen. Also der Darm funktionierte nicht mehr regelmäßig. Es sind hier schon Menschen gewesen, die nicht mehr richtig geschlafen haben. Es sind hier schon Menschen gewesen, die gesagt haben, ich vergesse auf einmal alles. Das sind alles Reaktionen, körperliche Reaktionen, die aus dem Stress in der Beziehung sich manifestieren. Also die kann man dann anfassen am Körper. Und es ist so, dass solche Herausforderungen beim Körper so sind, dass die so lange kreisen innerhalb des Körpers, bis sie die schwächste Stelle finden und da manifestieren die sich dann. Also der eine, deswegen ist es so, dass der eine nicht schläft, dass der andere Verdauungsstörungen kriegt, der dritte kriegt Herzrhythmusstörungen. Aber im Körper zeigen sich all diese Sachen und ja, zum Beispiel manchmal bilden sich auch Entzündungen. Es ist so, dass dem Körper durch den Stress die Energie geraubt wird. Und das ist mein wichtigster Ansatzpunkt, wenn du hierher kommst. Alle, also hier ist noch keiner angekommen, der irgendwelchen Beziehungsstress hatte, der ein hohes Energielevel hatte. Ja, kannst du dir vorstellen. Die haben alle irgendeine Baustelle und sind schlapp. Ja, entweder schlafen sie nicht richtig oder. Das hatten wir eben alles, was alles sein kann. Und es ist so, dass mein Wirken sich ja darauf richtet, dass du für dich eine neue Entscheidung treffen kannst, die dich vorwärts bringt und die Situation verändert. Und du bist ja immer der Chef deiner Entscheidungen, auch wenn du manchmal nicht das Gefühl hast, dass das so ist. Es ist immer so. Und wenn du eine gute Entscheidung für dich treffen möchtest, die auch nachhaltig wirkt und die du auch durchziehst, also nicht nur die Entscheidung treffen, sondern auch durchziehen, die dann notwendigen Handlungen mit hoher Energie ausführen, das geht nur, also die Idee für die richtige, gute Entscheidung, die kannst du am allerbesten treffen, wenn du in einer hohen Energie bist. Du kennst das, du hast eine Aufgabe zu erledigen und wenn du gut gelaunt bist und fit und freust dich auf irgendwas, dann machst du diese Aufgabe mit links, la 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 la, hüpfst du da durch und alles ist erledigt. Und wenn du so einen Tag hast, wo du sagst, boah, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden und mein Kopf tut weh und, dann dauert das alles doppelt so lange. Denken kann man sowieso nicht richtig, wenn man nicht in hoher Energie ist. Und deswegen ist meine erste Aufgabe, wenn du hierher kommst, zu schauen, wo könnten wir Energiequellen bei dir ausmachen, damit wir dann später überhaupt dahin kommen, dass du eine gute Entscheidung für dich treffen kannst. Viele Menschen gehen ja zum Anwalt und sagen, hier, die und die Herausforderung habe ich, wie ist das rechtlich, was kann ich jetzt machen? Ich kann dir 3-4 Sachen sagen, die du jetzt machen kannst. Aber wenn du hierher kommst, dann kann ich dir auch 3-4 Sachen sagen, wie du das tatsächlich machen kannst, weil die Theorie nützt dir ja nichts. Wenn ich dir sage, es gibt die und die Möglichkeiten, dann wirst du eine Entscheidung, die nicht passt, treffen, wenn du in einer niedrigen Energie bist. Bist du dagegen in einer hohen Energie, dann kannst du eine gute Entscheidung für dich treffen. Und du kannst die auch durchhalten. Denn Entscheidungen sind nur so viel wert, wie auch der Plan, der dazugehört, um es durchzuziehen und die Energie, um es durchzuhalten.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mehr Einblick geben, wie die ganzheitliche Familienanwältin oder Entscheidungscoach, Trennungsmentorin arbeitet. Also mein Ansatz ist Körper, Geist und Seele in Einklang, denn nur dann läuft das Leben richtig rund und du bleibst im Flow. Denn ich möchte nicht, dass du, wenn du hier gewesen bist, so ein Einmal-Highlight dir kreierst. Also da gewesen, schön gewesen, weiter geht's. Und es bleibt anstrengend, sondern ich möchte gerne dir Appetit machen dafür, dass es generell eine viel bessere Lösung gibt, in kleinen Schritten Tag für Tag Veränderungen durchzuführen und leichter, entspannter und freudvoller durchs Leben zu gehen. So, das war mein Wort zum Freitag. Ich wünsche dir viel Spaß entweder bei dieser Podcastchen-Folge und bei anderen Podcastchen-Folgen oder noch und bei Videos zum Thema, was macht eigentlich so eine ganzheitliche Anwältin. Bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns woanders sehen, entweder online oder in echt. Mach's gut!